Wunderschönen guten Tag wünsche ich draußen, meine Lieben. Neuer Tag, neuer Vlog. Und es geht weiter. Da, wo wir gestern aufgehört haben, Thema Geburtstag von Marleen. Der Frühstückstisch. Ich weiß, er sieht ganz schön leer aus, aber ich zeige euch auch warum. Oh, wartet mal, ich glaube, das Geburtstagskind ruft mich gerade. Kann ich mich nicht täuschen? Setz hier aus. Dann machen wir gleich noch die Kerze an und dann ist toll. Ja, erst wenn das hier fertig ist, Marie. Und deins kannst du schon, weiß ich nicht, zu hier kommt jetzt stellen. Noch Rührei rein. Ja, das gehört leider auch mit dazu. Dein und das hier ja. Ist einmal minus L Kakao normal. 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 Ja, hier kommt gerade das Rührei. Und hier. Dann heißt es, achso, hier sind Marleens Geschenke. Ich zeige euch die Nummer. Marleen wird euch die alle ausgiebig dann nachher zeigen. Aber das ist die Ausbeute quasi von gestern Abend. Ausbeute. Ja, also ihre Geschenksausbeute. Von uns privat ist jetzt noch nichts gekommen. Das kommt ja jetzt dann gleich. Ja, mein Kind wird erst um 20.14 Uhr, 18. Vorher nicht. Sieht man. Ja. Die wartet so lange. Ich bin Arsch, ne? Ich bin Arsch, oder? Mama, hier, was auch immer du machen wolltest. Verstehe ich auch nicht. Da unterm Stein fokussiert die ganze Zeit nur die. Was? Seid leise. Was? Ich weiß nicht, was du gerade zeigen willst. Ach, da. Leise sein. Unter dem Stein da liegt schon ein Hinweis auf ein Geschenk. Du musst hier durch den kompletten Garten gleich rennen und so. Von Oma, nicht von mir. Ich darf nicht roh essen. Ist doch nicht roh. Nee, also ich darf nicht weich essen. Ich also durchessen. Also durchgebraten. Ja, okay. Aber nicht trocken. Weißt du, was ich meine? Nein, so. Nein, ich weiß. Also nicht braun. Ja, nee. Okay. Genau, und jetzt essen wir erstmal ausgiebig und Geschenke Branchen auspacken. Heißt das. Ja, essen auspacken. Auch dann, was zur Hölle? Ja, warum willst du dich dann ganz halt warten? Ja, es ist kacke. Na gut, dann hole ich jetzt auch schon das Geschenk. Hol mal den Schuhkarton. Mit dem Schuhkarton. Erstmal. Meins kommt zum Schluss. Wie mache ich denn das dann, Matthias? Dann musst du filmen, okay? Matthias, ja. Ich habe ja noch ein Täuschungsgeschenk vorweg. Ja, das finde ich geckig. Das musst du filmen. Ja, okay. Ja, wir essen erstmal, okay. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Marienchen. Happy Birthday to you. Setz dich. Danke. Sit down. Bin ich jetzt in eine Strip-Show oder so? Ja, der Feuerwehrmann kommt. Also, der ist ja schon da. Genau. Los, Mara, hopp, hopp. Lass dich doch erstmal auspusten, oder okay. Nicht? Und ein Stück essen, das ist ja nun mal Pflicht. Ein großes Stück, halbe. Hälfte. Mmh. Ja. Okay. Ja. Was ist das denn? Das ist von Mara. Kannst du abmachen? Ja. Jo, alles klar. Wie viel ist das? Musst du schon selber zählen. Nur von dir, ja? Ja. Was? Hm? Schon zu Ende. Ach nee, Alter. Ja, dann zähl mal. Ich hab keinen Bock auf so viel Kleingeld. Kannst du auf Konto einzahlen oder so? Kannst du mal halten? Bitte 10 also 15, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 55? 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Nein! Ja, Scheiße. Da warst du. 95? 95, 100. 105. 105, 110, 115, 20, 30, 25. 25, 30, 35, nein. 40, also 150 auch. Ja. Tschüss. Und wirklich von ihr ganz alleine. Ja. Hier, Marleen. Sie selber gedruckt. Wirklich von ihr, aus ihrem Geld. Ja. Hier, Marleen. Oh. Fand ich auch. Umdrehen. Das hat Mars auch selber. Alter, hast du es selber ausgemalt? Alles. Zeig mal. Wirklich alleine, Marleen. Wow. Alter. Es hat ihr ihm keiner gezeigt. Und er hat erst Ende Januar angefangen. Ende Januar? Komm.
Alter, danke, Maris. Ja. So. Wie hat sich freut die Wolle. Ja. Leider falsch rum eingepackt, musst du so öffnen. Zwei Jahre, ich. Boom. Von Mama und Papa. Hast du schon gesehen? Hä? Ich auch nicht. Schlüpperwäsche? Hallo, du wirst älter. Du wirst älter, da braucht man sowas. Dann kann ich die Blankkontinent. Antifaltencreme? Ja, so nehme ich die sonst hier. Helle, brauchen wir auch mal, oder? Ja, sagen wir ja. Super Geschenk, oder? Haben sich deine Eltern richtig ins Zeug gehauen? Ja. Von wo ist der Karton? Ist der von mir? Keine ja. Ahnung. Ja. Gedruckt. Ja, okay, die ist jetzt noch ein bisschen so, aber steht hier jetzt? Ja. Nee, eigentlich nicht. Alter, danke. Das perfekte Auszugsgeschenk. Ja, Alter. Hat sich auch mein Papa bedankt. Danke, von ihm, Papa. Ne? Nee, ich bin die ganze Zeit durch die Gegend gefahren. Ja, das war sein. Herr, woher habt ihr den Karton? Ja. Unter dein Bett? Ich dachte erst, ich krieg Jones. Hab ich aber auch, was du denkst. Ich dachte, ich krieg die Dame Mokka. Er sollte ja so ein bisschen verarsche sein. Ja, ja, was sagst du? Cool, oder? Ich nehme mich mit. Weg! Und du erzählst mir das noch und ich, was hast du dir gesagt? Na, ich würde auch dich eher rausschmeißen, stimmt's? Ja, ist auch gleich ein Portemonnaie drin? Nee, das ist so ein Federmappe oder so. Ja, oder Springseitchen. Das einzige, was ich jetzt dazu holen muss, das kaufe ich mir auch, das Portemonnaie dafür. Alter. Ich habe es mir kleiner vorgestellt, als ich das Paket gesehen habe. Marleen, ich wollte dir dazu noch den Autoschlüsselanhänger kaufen, ne? Ja. Ausverkauft in ganz Berlin. Die war auch, wo habt ihr die denn her? Ich habe Papa angebrüllt, als sie verfügbar war. Ich habe die frisch. Anderes Auge, ja. Frisch. So, das war der erste Streich und der zweite folgt zugleich. Jetzt wird erstmal schön gebruncht. Was für ein zweiter Scheißstreich, Alter. Also, wir fangen erstmal an mit dem Geschenk von Pepe. Und zwar habe ich von so erstmal so basic zwei. Zipper-Hoodies gekriegt. Zweimal die gleichen. Mit Patches. Also können wir die so personalisieren. Nee, Bügel. Das machen wir zusammen. Und dann habe ich noch einen Gutschein geschenkt bekommen, dass wir an einem Wochenende machen wollen, was ich will. Oder ein Trip, den du möchtest. Ja, ein Trip. Aber ich glaube, also ich habe mich schon irgendwie entschieden. Also ich glaube, ich möchte ins Tropical Island. Aber wir schauen noch mal. Später, in einer halben Stunde kannst du das machen. Erst in einer halben Stunde. Das machen wir auch noch heute. Mit dem Police. Dann habe ich von Melissa ein Fotoalbum bekommen. Die Fotos zeige ich jetzt nicht. Dann noch diese Flasche hier. Bacardi Raspberry. Mit so einem geilen Glitzer. Nee, die ist angebrochen. So, dann noch eine Karte mit ein bisschen Patte und einen süßen Text. Eine sehr, sehr, sehr süße Kette. Na, habe ich schon. Ich sehe mich doch selber. Und einmal so Crazy Dips und ganz viel Glitzer und
Haribo. So. Das haben wir. Oh, scheiße. Dann habe ich von Mara ein bisschen Geld gekriegt. Da muss ich erstmal mit zur Bank. Weil darauf habe ich überhaupt keinen Bock, mir jeden Tag was vom Bäcker zu holen. Ja. Das ganze Geld, das war in so einer kleinen Dose. Das musste ich so rausziehen. War das eine coole Idee? Das war eine coole Idee. Danke. Aber wäre ihr lieber gewesen, das mit 20 oder 50 Scheinen, 50 ja. Euro Scheinen zu machen? Ja. So, dann habe ich hier, okay, hier ist noch ein Polaroid-Bild. So, dann habe ich hier von Ashanti und Seelen einmal ein Ritual-Set. Ein Ritual-Set. Mit vier, also Shower-Foam, Body-Scrub, Body-Cream, Hair and Body-Mist. Aber nee, das ist so ein Spray. Also, Mars. Es ist so, wie heißt denn das in Deutsch? Body Mist. Nein, zum Sprühen so ein, ja. Body Spray. Ja. Ist auch nicht Deutsch. Nee. Und dann noch so eine kleine süße Box. Da sind, das riecht so krass, Badesalz, ganz viel Tee. Oh. Ganz viel Tee, dann Kristalle, ein Anhänger und zwei So-Steinchen. Hä, was ist das? Nee, das weiß ich nicht. Nein, da kann man, ich glaube, da kann ich diese Stäbchen hier reinstecken. Ja. Hier ist noch was. Nice, Alter. Cool. Räucherstäbchen. Räucherstäbchen. Hier. Mit einem Räucherstäbchen. Ist das wahrscheinlich? Ja. Ja, das sind bestimmt die guten von Jolly Bee. Riechen auf jeden Fall geil. Ja, das sind einfach Winterkerzen. Auf jeden Fall voll cool. Das war ein Teller von mir. Dann habe ich von Vivian einen kleinen Korb gekriegt. Eine kleine Lampe. Herzchenform. Oh, das ist ja richtig. Das ist süß. So ein Wunschgutschein für alles. Wie, was heißt denn für alles? Na, H&M, Amazon. Oder hätte ich mir die Organizer von Kaufland, ja, der hat genau 15 Euro gekostet. Ist auch Leute mit Weini, oder? Wow. Ikea, Conrad, About You, Zalando, Christ, ja. TK Maxx. Geil. Dann einmal ein Cookie Bros Riegel. Dann zweimal Rotkäppchen, Frucht Prosecco in Pfirsich und schwarze Johannisbeere. Schaummäuse. Oh, eine neue Granate. Die Mäuse. Nee. Aber es sind nicht die mit den roten Augen. Nee, das sind die mit den schwarzen Augen. Dann Granatapfelfrisch, spritziges Duschgel, zwei Tuchmasken, eine Schokolade, die gebrochen ist. Mhm. Duschgel ist halt echt unnötig. Und so, eine Badekugel und Süßigkeiten. Und ein mit Schokolade kann man nie was falsch machen. Ja, das kommt noch, das kommt noch. Ja, das ist ach so, von Celine das und Ashanti. Das hat mir erklärt, ganz kurz. Da ist so Glitzer drin, das sieht übergeil aus. Die haben die aufgemacht, ausgetrunken, mit Wasser aufgefüllt und dann Glitzer reingemacht. Ach, geil. Ehrlich? So sieht man das. Guck mal, sieht voll gut aus, ja? Brauner. Ja. Voll cool. Das finde ich gut. Das habe ich von denen noch bekommen. Und dann noch von Lina und ihrem Freund ein Beauty-Blumenstrauß mit einem S. Oliver Woman Parfüm. Wahrheit oder Trinken Spiel. Wollten wir eigentlich gestern noch spielen, aber war ein bisschen zu spät. Dann Catrice Lashes. Einmal, Alter, die will mich hier töten. Ein kleines Reinigungswasser. Eine Peel-Off-Maske. Auf Wolke 7 Badeschaum. Uba-Buba Kaugummi. Und noch eine Flasche Desperados, oder? Nee, Desperados ist ein Bier. Ja. Was ist das nochmal? Das ist alles selber gemacht. Na, das ist doch so ein Handmade. Steht da drauf, Wodka. Ich glaube, die haben hier noch Klebeband drauf gemacht. Das hat sie, glaube ich, vergessen abzumachen, damit man das hier lesen kann. Weil da ist noch Klebeband Guck drauf. Und Deckelband. Ja, aber da ist noch Klebeband drauf. Ja, aber hier steht's. Darf man, ja?
Überall. Am Deckel. Partyshot. Ja, Wodka, Partyshot, dahinter das. Das Mess. Santa Maria. Gib mir noch. Achso. Das Mess, wie steht's? Dafür kommt jetzt das Beste von meiner Mama. Aber also, ich will doch die Zuschauer auch überraschen. Ja. Also dann habe ich noch so einen Karton, meinen Schuhkarton bekommen. Ich dachte, ich krieg John Mockers. Nee, Fehlalarm. Ich habe Windeln bekommen, weil ich ja so eine starke Periode habe mit Stufe 6. Das ist die Blasenschwäche. Wenn man älter wird, kriegt man eine Blasenschwäche. Ja, für Inkontinenz. Und das sind die Windeln dazu. Ich kann noch normal auf Klo gehen. Ja, aber du wirst schon ein bisschen 18 geworden, ich meine. Ahoi Brause, da hat Mama mir einen Trick verraten, was knallt. Genau. Geil. Mit Wodka. Ja. UFOs. Ja. Puff-Reis. Warte, ganz kurz, der Pelle hat gerade, das haben wir auch, wurde aus deinem Reisekoffer geklaut. Ja, feierst. Ich hab nicht was gefragt. Was hast du gesagt, dass du gesagt Double hast? Double Dip. Knistergum. Anti-Age-Creme. War seine Idee, hat er gesagt. Ich fand, die und die geilsten Nutschen, die es gibt. Und? Zum okay, genau hin. Das war lustig. $1. Eine echte Dollarmünze aus USA. Kriegst du nicht so oft. Was ein Dollar. Da? Wie wert ist das? So 50 Cent? Nee. 80 Cent? 83? Nee, der Euro steht höher als der Dollar. Das ist mehr als ein Dollar. Also, ja, dann sind es 80 Cent. 80 Cent, ja. Cool, Mool. So. Das ist eigentlich das Stück, sollst du dir aufheben. Dann dachte ich, ich krieg Dark Mockers. Nö. Was sind denn Mockers? Schuhe. Ich habe eine Tasche gekriegt. Hier. Achso. Einfach so, eine Tasche. Ich eine von Tasche, sondern die Tasche. Was ist einfach so, ey? Da sind wir hingegangen, haben getan, als wenn wir Geld hätten und dann ist sie losgerannt mit dem Teil. Also war richtig Arbeit. Also richtig losgerannt, ja, wahrscheinlich. Die habe ich Türsteher und der Türsteher hat mich so festgehalten, weißt du? Alter. Die hat die Tasche genommen, hat sie hier oben aufgestellt und der ist los. Nee, Spaß, Spaß. Spaß. Aber nicht geklaut, ist aus Türkei. Nee, ist echt gedruckt. Auf jeden Fall habe ich mir die Tasche schon sehr lange gewünscht und jetzt habe ich sie gekriegt. Und hier ist noch so ein kleines, ich dachte, das ist viel kleiner, ja, dachte ich auch. So ein das ist, Organizer, rein. Organizer ja. Täschchen drin. Ey, da, so ich weiß direkt, was da reinkommt, ne? Pflegesachen, Notfalltampon. Ja, genau. Deine Binden. Creme, meine Höschen. Die Höschen. Und dann brauche ich noch mein Portemonnaie, das kaufe ich mir dann nächsten Monat. Nasenspray kann aber erst nächsten Monat, damit ich kein schlechtes Gewissen habe, dass ich so wenig Geld auf dem Konto habe. Schlau gedacht, ne? Und ich habe mir auch jetzt auf Amazon so einen Taschenorganizer gekauft. Den kann man dann so reinstellen, weil die ist ja auch so ein bisschen wabbelig. Es gibt den auch noch mal ein bisschen Halt. Das zeige ich dann noch mal in beige. Und die ist auch von innen drin beige. Und jetzt sagt man, wie man beige schreibt. Ne? So, und dann noch von meiner Granny ein Stück Papier. Danke, Oma. Aber da geht's ja nachher noch weiter. Ja, wir machen jetzt eine Schatzsuche. Ach so, du hast noch den anderen Umschlag vergessen von der anderen Oma. Ach so, ja. Sie erzählt noch was. Na, ich habe noch einen anderen Umschlag von meiner Oma bekommen, aber da ist jetzt nur Geld drin, deswegen muss man jetzt hier nicht das ganze Geld zeigen. Obwohl, naja, egal. Aber ja, hier ist eine Schatzkarte. Habe ich Bock? Ja. Nein. Will ich das Endergebnis? Will ich das Endgeschenk? Ja. Also musst du dich jetzt so anziehen. Ja. Geht aber gar nicht. Ja. Auf jeden Fall habe ich jetzt einiges an Alkohol. Vor allem, wir haben auch noch voll von gestern. Ja. Ich habe echt gedacht, das Ergebnis kommt dann später. Heute machen wir uns nochmal einen schönen Abend zu dritt. Stimmt. Machen wir heute nochmal einen schönen Abend zu dritt. So, dann. Anziehen und los. Los! So, die sind jetzt auf der Schatzsuche. Wir gucken dann mal nachher zum Schluss, was bei dieser Schatzsuche rausgekommen ist, weil sie bringt dann den Schatz ja hier rein und dann gucken wir uns das zusammen an. Ganz ehrlich, ich war mir jetzt gerade zu fein, um rauszugehen. Mach mal hin, der Welpe da drinnen will jetzt auch raus. Welcher Welpe? Ja, der kleine Mini-Pomeranian. Ehrlich? Ja. Geil, Digga. Muss ich das erst alles lesen? Ja. Ja. Warum denn?
Vielleicht besser immer gleich hier das Messer aufschneiden oder aufbeißen. Sonst brauchst du zu lange, denke ich mal. Aber die sind halt voll dreckig. Ich hätte schon versucht, da was zu machen. Nee. Schere wäre gut, ja. Ich habe die in die untere Schublade gelegt. Muss ich den Cent behalten? Ja. Oder was? Muss ich den Cent behalten? Solltest du behalten, ja. Jetzt ist es passiert. Ich bin nicht schwanger. Ich bin nicht schwanger. Oder? Spaß. Nicht witzig. Nee. Ich werde Mutter und Oma gleichzeitig oder was? Nee. Nee, wär's nicht. Es gibt so ja, natürlich. Was ist das? Weißt du schon sehen? Mm. Du wirst immer 13 bleiben für mich. Warum schreibt das Mara? Also dumm ist er nicht. Schön. Nee. Nee, ich bin ja 18. Damit kaufe ich mir irgendwann mein Portemonnaie, was ich möchte. Für den Bäcker. Opa und ich, wir lieben dich. Okay. Cool. Wusste ich schon. Das wusstest du schon? Na, dann ist ja wieder. Das wäre ja fatal, wenn nicht, ne? Ach so. Eingebildet ist sie gar nicht, wahr? Nee. Nee. So bin ich. Ich weiß, du wirst deinen Weg gehen. Also sie geht den Weg, den ich ihr vorlege und sage, den musst du machen. Ja, sie wird irgendwann ihren eigenen Weg einschlagen. Nein. Aber sie wird sich immer alles abregnen lassen, das weiß ich. Ja, das ist ja gut. Mama, ist das so richtig? Ja. Versuche nie auf Abwege zu geraten. Alter, mit Komma. Hat Oma dir gesagt, ne? Ja. Sie kommt ihrem Portemonnaie immer näher. Ja. Ja, voll. Also, wie viel brauchen wir dafür? 700, 800, 900, 20.000? Wir werden, solange wir leben, für dich da sein. Das ist ja nett. Ich weiß, das weißt du. Das ist ja nett. Oh, schon ein Euro jetzt so? Jetzt ist schon ein Käsebrötchen. Bitte lass niemals Drogen in dein Leben. Vielleicht ist es schon zu spät. Nobody knows. Schon 2 Euro, jetzt sind wir schon bei einem Kakao mit Käsebrötchen. Siehste? Sorry. Und nun geh zum Ziel und genieße dein Geschenk. Ja, ich bin ja schon hier. Ne? Darf ich jetzt ausmachen? Alter, was ist das für eine Kiste? Wo hast du die denn so her? Mit deiner Nummer, ja. Crack. Was zum Fick? Was steht da drauf? Ich bin eine Frau, was ist deine Superkraft? Ja, du bist die Stärkste jetzt und das gehört zu dem. Okay. Aber muss ich jetzt nicht trinken? Nein, aber rausnehmen. Okay. Nee, jetzt nicht. Ist er, aber, ach ja, was ist das dran? Kleine Mini-Sachen. Woher hast du das denn? Ich möchte dich gerne mal wissen, von wem du das hast. Steht da hier? Ja, bei denen? Ja. Also ich habe ein bisschen Angst, du müssen ihre Taschen kontrollieren. Scheiße. Stopf mich nur rein, ich lasse meine Sachen hier. Heroin. Eigentlich in der Spritze meistens, ne? Das wird dann aber erstmal zubereitet. Was steht da? Poison? Da. Was soll das sein? Gift. Ist da Zucker oder Salz drin? Das ist. Sag ich dir nicht. Kokain. Musst du probieren. Ja, damit sind wir mal durch. Ja. Alter, oh Scheiße, ich hab's zerrissen. Ach shit. Und dann? Ist nicht schlimm, Marlene. Und dann? Kriegst du nie raus? Was ist das? Ich hab schon 3 Ecken abgerissen, jetzt die 4. Ich hab zu ihr gesagt, hier, die hier. Ich hab gesagt, sie soll das nicht so fest zumachen. Was ist das? Hä? Ist das einfach nur so, hä? Das ist ein Doppel, nee. Nein, das ist irgendwie zusammen. Und das hier ist irgendwie Waldmeister-Brausepulver. Oh, ich möchte auch probieren. Ja, das ist eine Kette, oder? Ja. Voll cool. Mach mal das. Bitte drauf achten. Das ist eine enger liegende. Cool. Tanja, gib mir mal ein Tempo, bitte. Was ist das, Mara?
Läuft die da. Wo ist denn die Schere? Hier. Von was, Mama? Gibst du dir einfach in den Mund. Kann ich das hier aufschneiden? Aber ja. Das ist alles dran. Einfach reingebildet. Kann alles machen. Egal, ja, das kaputt geht mal in deine Schuld. Wir sind auch Sachen drin. 19. Februar. Schutzengel, ne? Alter. Da hast du mir doch genauso eingeschenkt. Ja. Zeig mal. Schutzengel. Mit so einem Anhänger. An der Kette ist jetzt aber kein Anhänger dran? Nee. Okay. Was ist das, Mann? Warum packt ihr das dann so ein? Die Sterne sind sehr toll, die mag ich. Hey, Finger weg. Kann ich sprechen oder so? Nee, ne? Kannst aufreißen irgendwie. Ja, wie denn? Ja, ich hab gesagt, das ist nicht ganz so... Das ist nicht ganz so schlau gemacht, Mara. Ich hätte noch nicht... Das war ich nicht. Das war nein. Ach so. Ich hatte noch nie einen Flachmann in der Hand. Das Samantha-Quatsch. Du bist ja auch erst 12. Mara hat mir nur bei die Zettel und so bei dem Pergament geholfen. Nur ist gut. Es hat Jahre gedauert. Ist das Lacoste? Ja. Ja, mach's doch bitte auf die Haut. Oh. Geht eh nicht. Kommt noch mehr. Doch, da, wenn du noch ein paar Mal pumpst, geht es. Geht eh nicht. Und immer schön vorsichtig. Sind das Badeperlen? Nee, oder? Nee. Nein. Das ist jetzt geworden, ey. Badeperlen. Ach Mann, Alter. Das ist der Schatz, Mensch. Ich habe so eine Wurstfinger, ich krieg das doch gar nicht hin. Spitzes Messer, das kleine rote spitze Messer. Ich hab schon. Glaub mir das, du brauchst das spitze Messer noch. Oha, jetzt hast du schon 3 Kakao und jetzt habe ich schon 3 Kakao und ein Käsebrötchen. Und vielleicht noch, da ist noch so eine Magenschmerztablette drin für nach dem Kakao. Ja, stimmt, das wär's. Hier so eine, das ist auch wieder sowas. So ein Parfüm. Mhm. Okay, Mara, bitte, mach das auf. Das leg ihr hin, das braucht sie gleich. Aua! Hier. Ist noch halb voll. Oma? Ich sehe noch was Rotes, Marlin. Nee, es sind Steine. Ich hab auch gedacht, da ist was, aber... Ja, da unten ist halt so ein grünes, aber... Was ist das? An den Seiten rechts und links ist... Was ist da? Ist noch mehr. Da ist eine Tarantel drin und ein Skorpion kommt dir da noch entgegen. In der Schatztruhe? Ja. Hallo? Ist ja vergraben, da sind ja auch Ungeziefer drin. Ach so. Echt? Okay. Ich glaube schon. Vogelspinnen. Jetzt vorsichtig bitte, da ist auch noch ein Zettel bei, ja? Was ist das? Das ist mein liebes Kind. Lass sie lesen. Okay. Lass sie lesen. Man achte auf das Datum, ja? 2000. Lies mal laut vor. Ja, ich will es auch lesen. Das ist beim Braunau. Kack uns bitte nicht auf die Schulter hier. Ja, also hier steht, dass ich das nicht aufmachen soll, weil irgendwann wird das viel Geld wert sein und dann kann ich das verkaufen. Darf ich dir kurz sagen, was das ist? Na, wir haben doch, das ist aber ganz normales Geld. Marleen, wir hatten früher D-Mark. Und das sind die ersten Starter-Kits gewesen vom Euro, dass wir quasi vor Startbeginn der Eurozeit uns alle Geldstücke einmal angucken konnten, zum Kennenlernen sozusagen. Weil vorher gab es das ja gar nicht. Woher hast du das denn? Hattest du das schon von dir früher? Na, das hat sie weggelegt. Ach du Scheiße. Ich habe das damals bekommen, 2001, zu meinem Geburtstag oder Weihnachten genau. Oder sowas. Der ist schon, der war schon vorher, bevor das überhaupt angefangen hat, habe ich diesen schon bekommen. Wenn du kannst, entweder du, bis du nicht mehr lebst, vererb es weiter an deine Kinder, Enkelkinder, sowas. Irgendwann das wird mal richtig wertvoll. Sie können das wieder rausnehmen? Gar nicht. Du darfst hier nicht dran wegnehmen. Du musst einfach nur so rum und reinkippen. Genau, da solltest du mal kramen. Mach mal so, dass die Steine wegfallen, richtig. Und jetzt würde ich erst da drin weiter gucken. Sonst hast du ja, das ist wieder mein Job hier, ne? Das ist wieder mein Job, ne? Ja. Hier auch nochmal. Und hier auch nochmal. Gut. Ich fühle mich wie ein Hund. Hier nochmal. Oma. Alter, what the fuck? Hat
Scheiße, Marlene. Ich glaube, die geht heute nicht mehr weg, Leute. Ich habe ihr gesagt, nimm das Messer. Nee, Alter, da hab ich ehrlich gar keinen Bock drauf. Nee, da müssen wir leider Potsdamer Platz heute erstmal. Das ist eine Postbahn. Wäre besser gewesen, wenn du erstmal die Umschläge gezählt hättest. Alle helfen? Wieso? Ja, dann hättest du auch gewusst, wie viel drin ist. Mama, helfen? Nee, ich guck am Ende. Das hier hat Marlene mal als Einladungskarten für ihre Schule. Ja, das ist sogar Farben drin. Ja, ich weiß, die hatte ich. Ich hatte die auch mal. Marlene hatte die auch mal. So, jetzt haben sie natürlich Hallo. Zu tun hier. Ich habe mich heute tatsächlich mal hingelegt und habe mal ein bisschen Ruhe gemacht. Auf jeden Fall habe ich heute richtig doll wieder Schmerzen gehabt hier oben. Ich weiß nicht, was sie gemacht hat, aber es ist spannend so. Ich habe immer das Bedürfnis, die Haut zusammenzuschieben, also von beiden Seiten so, damit es hier nicht so unter Spannung steht. Ich muss mal gucken, was das ist. Ich stecke mich jetzt hier erstmal wieder auf den Rücken, damit sie quasi in meinen Rücken reinfällt. Und da immer wieder ein bisschen Platz herrscht. Vielleicht hat sie auch einfach wieder einen Wachstumsschub gehabt oder so. Keine Ahnung, die Klamotten vom Boden aufheben. Montag habe ich wieder Gynäkologentermin, Regeluntersuchung. Vorsorgeuntersuchung, weg. Keine Ahnung, Wäsche? Nee. In dein Zimmer, würde ich sagen, weil die Hose kannst du morgen nochmal anziehen. Und dann gucken wir mal nach, was da bei rauskommt. Brauchst du noch irgendwas von deinem Zimmer? Oder ist das Licht schon aus? Da musst du nochmal runtergehen. Ich gehe nicht nochmal runter. Oder du guckst bei mir am Schreibtisch, ob da noch ein Tee steht. Gut, ich gehe jetzt ins Bett. Tee. Ich gehe jetzt ins Bett. Nochmal schön ins Badezimmer, ins Bett. Auf dem Schreibtisch drauf. Oh. Richtig anstrengend. Ja, na klar. Okay, Alexa, Büro aus. Das ist ja für uns für euch bis morgen um 18 Uhr. Können wir ins Bett? Nee, bis übermorgen um 18 Uhr. Weil morgen gibt es ja nichts. Tschüss und gute Nacht. Ich habe gerade gesehen, dass wir vom Video her gar nicht mehr aufgelöst haben, wie viel Geld eigentlich in den ganzen Umschlägen war. Genau. 500 Euro. Und Marlene ist mit diesem Geld auch gestern gleich losgelaufen. Das habe ich aber nicht ausgegeben. Ja, genau. Aber sie hat eigentlich schon ausgegeben. Naja, es ist halt eigentlich so 0-0. Obwohl es war eigentlich noch mehr, also, naja. Ich bin jetzt auf jeden Also 500 Euro waren das in den Umschlägen in der Kasse. Und dann ist sie losgelaufen, weil sie ja jetzt quasi Plus hat durch ihren Geburtstag und hat sich was gekauft. Warte mal. Wieso, ich gehe mal kurz schlafen. Baby? Achso, ja, hier von meiner Tasche. Sie hat ja die Tasche bekommen gehabt zum Geburtstag und sie ist dann gestern losgelaufen zu wohin? Wohin bist du gelaufen? Sieht man doch. KDW? Türkischer Bazar. Den hat man hier geholt. Beim türkischen Bazar gibt es die originalen Taschen, ja? Ja, hier. Ja, okay, hier ist jetzt noch ein bisschen Geld drin, aber hier sind auch noch die anderen Karten. In rosa. Und hier ist noch mein ganzes Kleingeld drin. Und was hat der Spaß jetzt gekostet, das Portemonnaie? Das hat 420 Euro gekostet. Ich dachte, das wäre teurer tatsächlich, ne? Weil das ist ja so, das ist ja groß eigentlich, ja. Das ist ja kein Mittel. Weil ich habe gefragt, die hatten da nur das und die kleinen. Ich habe gefragt, gibt es kein Mittelding? Hat sie gesagt, nee, gibt's nicht. Ach so, okay. Und dann habe ich dachte, das kostet jetzt 700 Euro, weil du gesagt hast, ein großes kostet 700 Euro. Ne, weil so auf der Webseite zu sehen. Ja, und das ist doch ja wohl groß, oder nicht? Ja, ich zähle es auch als groß. Ich zähle es als auch, das ist doch ein großes Portemonnaie, oder? Ja, ich nehme mich mal an. Ja, weil ich dachte, das kostet viel mehr. Jetzt warte ich noch auf meinen Taschenorganizer. Weil, zeig mal her. Dass eine reinste Reinwerftasche ist, theoretisch. Aber ich nehme die auf jeden Fall morgen mit zur Arbeit. Nee, dafür hast du sie doch. Aha. Ja, morgen kommt mein Taschenorganizer an. Ich hoffe, der passt. Sonst bestelle ich mir den nochmal in einer anderen Farbe oder so. Mal schauen, wie das aussieht. Das ist ja in der Tasche und das ist ja mindestens so viel Stoff noch oben. Sieht kann. Ja. Geht die eigentlich überhaupt zu? Ja, nur mit dieser einen Schnalle. Ach, ja, hier. Das ist alles? Ja. Mann, da ist aber schnell hingegriffen, du. Ja, genau. Willst du so reingreifen, ohne dass ich es merke? Marlene, du weißt doch, die richtigen Profis, die kriegen alles die kriegen daraus. Ich kriege auch deine Uhr ab, ohne dass es merke. Ja. Ja, alles klar. Weißt Ey, du, das was war du, mein Kristall! Weißt du, was du dir angewöhnen musst? Hier, es gibt doch so eine Schals, weißt du? Oben drauflegen. Ja, oder sowas, ja. So, guck mal. Ey, die hatten da auch schöne Schals, muss ich schon sagen, ne? So, sowas dann oben drauf. Baby.
So, dann geh weiterhelfen. Ich bin gestern in den Kiosk gelaufen, weil ich mir was ab 18 kaufen wollte. Die Dinger sind ab 18. Ja. 20 Euro, sagt er. Ja. Für zwei. Was ist denn das? Ja, so eine Shisha. Da ist das, so ein bisschen Nikotin drin. Ich wollte unbedingt, dass er mich nach meinen Ausweis fragt. Ich sag so, die einmal und noch eine von Melissa. Hier. 20 Euro. Tschüss. Nicht gefragt? Nee. Marlene hat sich sowas gekauft, damit man sie nach einem Personalausweis fragt. Weil ich wollte mir jetzt keine Zigaretten holen, weil ich das Geld verschwendet habe. Ja. Es ist schon. Ja, aber das sind auch 20 Euro. Das sind 10 Euro.